Bisher ist im Brauch gewiss, dass man uns für Leibeigene kalter hat, was zum Erbarmen ist. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch am Abend gibt es keine neuen Nachrichten über das Schicksal von Hans-Martin Schleyer. Er war vor 12 Tagen entführt worden. Das letzte Lebenszeichen stammt angeblich vom vergangenen Mittwoch. Das Büro des Genfer Anwalts Payot, der als Mittelsmann tätig ist, erklärte am Abend, es gebe zurzeit keine weitere Mitteilung im Entführungsfall Schleyer. In einer gemeinsamen Erklärung haben 177 Wissenschaftler an deutschen Hochschulen die jüngsten Terroranschläge verurteilt. In einer Anzeige in der Frankfurter Rundschau räumen die Unterzeichner ein, dass an den Hochschulen zu lange zum politischen Terrorismus geschwiegen worden sei. Sie kündigten an, dass sie sich in Zukunft verstärkt mit jenen auseinandersetzen wollen, die gewaltsame Veränderungen der Gesellschaft nicht ausschließen. Zu den Unterzeichnern gehören die Professoren Abendroth, Gollwitzer und Kogon sowie der frühere hessische Kultusminister Professor von Friedeburg und der niedersächsische SPD-Landesvorsitzende Professor von Oertzen. Zur Solidarität in Europa haben in Ottobeuren im Allgäu auf einer europapolitischen Kundgebung führende Unionspolitiker und Vertreter der katholischen Kirche aufgerufen. Der CDU-Vorsitzende Kohl unterstrich vor etwa 5000 Menschen, Europa müsse eine Gemeinschaft für Bürger werden. Dabei könne es keine Gemeinschaft mit Kommunisten geben, weil dies ein Weg in die Unfreiheit sei. Der CSU-Vorsitzende Strauß sagte, Europa werde insgesamt nicht regierbar, wenn es nicht demokratische Entscheidungszentren gäbe. Eine Hoffnung sollten wir nicht weiter pflegen. Sie würde uns in die Irre führen. Nämlich die Hoffnung, dass durch die Automatik der wirtschaftlichen Integration durch die Automatik der